So, da sind wir wieder. Folgen wir dem Gollum mal. Das war nicht irgendein Troll. Das sind Olokai, Kriegstrolle. Sie sind schlauer, schneller und immun gegen das Sonnenlicht. Saurons Truppen sind stärker denn je. Wir hassen sie so sehr, wie wir Orks hassen. Wir bleiben auf Abstand, damit wir nicht gequetscht und gemalmt werden. So wie du letztes Mal meinen Kopf mit einem Stein zermalmen wolltest? Aber das haben wir nicht. Wir könnten dem Herrscher nie wehtun. Wir machen es jetzt wieder gut, ja? Das bleibt abzuwarten. Ja, bei Gollum muss man immer so ein bisschen aufpassen. Wo will er denn mit uns hin? Wieder in eine dreckige kleine Höhle. Fast da, heller Herrscher. Wir sind fast da. Ach, sie schon wieder. Ich weiß, warum ihr hier seid. Gib zurück, was du gestohlen hast. Sei still, Ringschmied. Wie redest du mit mir? Gestohlen. Er hat ihn mir aufgedrängt. Was ist mit dir, Talion? Ich bin hier wegen Minas Ithil. Du willst es retten, auch wenn es schon verloren scheint. Es muss einen Weg geben. Sie sind wahr, deine Visionen. Schenk mir noch eine. Und wofür? Um Weisheit oder Macht zu erlangen? Oh, du brauchst nichts zu sagen. Hier hast du deine Wahrheit. Du willst es zu was bringen? Da musst du töten. Du willst Beachtung? Töte mir gleich auf. Je mächtiger dein Opfer, desto schneller steigst du auf. Idril. Sie stirbt. Viele werden sterben, bis Sauron bezwungen ist. Dieses Wissen kann uns helfen. Töten wir den Mörder. Findet diese Zukunft vielleicht nie statt? Wir können sie retten. Ob sie lebt oder ehrenvoll stirbt, wird den Ausgang des Krieges nicht beeinflussen. Wir müssen Castamir unbedingt beschützen. Wenn er diesem Meuchler anheimfällt, verlieren wir den Palantir. Oh, wir finden ihn, mein Schatz. Für den leuchtenden Herrn. Wir gehen nach Tirith Ungol. Ja, wir finden den garstigen Meuchler. Ja. Der Meuchler muss aufgehalten werden. Gollum, weißt du, wo er zu finden ist? Ja, wir haben seine geschwungene Klinge erkannt. Eine Morgul-Klinge? Ja, sticht alle Leibwächter des Häuptlings ab. Wenn wir seine Ziele finden, die Uruk-Leibwächter, dann finden wir auch den Meuchler. Der erste ist ganz nah. Hier lang. Okay. Und das wird ja lustig jetzt. Vorsicht, da ist ein Morgai-Fliegennest. Was machen diese Orks? Du hast Angst. Zum ersten Leibwächter geht's hier lang. Zuvor sagtest du, du hättest die geschwungene Klinge des Meuchlers erkannt. Du siehst Kankras Visionen also doch. Ja, leuchtender Herr. Na? Wo rennt er denn jetzt rum mit uns? Einer der Leibwächter war in der
Nähe, ganz sicher. Hä? Ach da, Spur. Leiche untersuchen, ja. Nur eine Morgul-Klinge verursacht solche Wunden. Wir sind auf der richtigen Spur. Er ist schon seit einiger Zeit tot. Wir müssen schneller sein, wenn wir den Meuchler schnappen wollen. Ja, wir wissen, wo noch ein Leibwächter ist. Während der Meuchler sich durch die Reihen mordet, wird er stets größere Ziele ins Visier nehmen. Wie Castamir. Ja, Castamir ist der Einzige, der weiß, wo der Palantir ist. Er muss um jeden Preis am Leben bleiben. Der garstige Ork ist hier irgendwo. Ach, wir wissen noch nicht mehr, wo genau. Wir sind nah dran. Ihr findet ihn. Aber wie rum gehen denn jetzt die Spuren? Einmal so. Einmal so. Ja. Wenn er sie vor Sonnenlicht schützen kann, macht's doch hoch. Unverwundbar gegen Schwerter. Da muss auch was los. Geh mal einfach mal oben drüber. Ich habe ihn schon mal gesehen. Dürrer kleiner Wurm. Spindeldürr und aalglatt. Der ist nicht leicht zu fangen. Oh, wir hatten ihn schon einmal. Und das war lustig, aber der Wurm entwischt uns immer wieder. Ist der jetzt? Jetzt hat die Spur hier aufgehört, so eine Scheiße. Okay. Dann gehe ich in die andere Richtung. Was haben wir denn da? Ich glaube, dieser Teller wurde von Ostlingen gefertigt. Die Art des Materials und die Verzierungen sind mir und jedem, dem ich ihn zeigte, unbekannt. Ich weiß, dass die Ostlinge von jenseits des Meeres von Runen nie Freunde Gondors waren. Und ihre Streitwagen und großen Fuhrwerke sind wahrhaft furchteinflößend. Doch ich würde gern einem von ihnen abseits der Schlacht begegnen. So wild sie auch sein mögen, sie sind immer noch Menschen und keine Uruks oder andere Lakaien des dunklen Herrschers. Okay. Gute Arbeit. Die Ostlinge. Sie sind sogar noch seltsamer als die Haradrim des Südens. Aber genauso verwundbar gegenüber Saurons Drängen. Niemand da. So, es muss ich jetzt lang. Oh, da kam ein Grauk. Ich dachte, da kämen nur die Kleinen hier, die Dings. Was ist denn jetzt der scheiß Gollum hin da? Ach ja, da muss ich lang. Dann hier durch. Ist ja im Arsch der Welt, der Typ. Macht er mich da verarschen? Ach, da. Wunden von einer Morgul-Klinge. Genau wie beim letzten. Dieser Mord ist nicht so lange her wie der andere. Wir kommen näher. Gollum wird wissen, wo unser nächstes Ziel ist. Wo ist denn der kleine Gollum? Noch ein Uruk. Er ist noch nicht lange tot. Wir sind nah dran. Näher und näher. Wir bringen euch dahin, wo der nächste ist. Dumme Orks sehen Gollum nie. Wir schleichen rum. Und hören ganz viele Dinge. Ja, das kenne ich. Mich sehen die irgendwie auch nie.
Boah, ich wette, der Typ überfällt mich gleich. Orks kommen. Verstecken. Orks kommen. Verstecken. Soll ich jetzt bei ihm verstecken? So, und jetzt? Besiege die Patrouille. Oh ja. Na wunderbar. Natürlich so ein Dicker dabei sein. Ich versuche den mal zu schlecht zu töten. Ich weiß nicht, ob das geht bei denen. Oh, nicht so ganz. Oh, ist es aber weg. Der Meuchler rennt weg. Okay, das ist eine gute Info. Hier drüben. Wir sind nah. Ich komme. Aber es gibt zu viele Ochse hier. Bleib hier. Ich finde ihn noch allein. Aha. Erstmal abgelenkt. Geht das lang da? Nein, das ist die falsche Fährte. Oh. Was gibt's denn noch für eine Fährte? Ach da. Gut, dass du es mir sagst. Danke, Celebrimbo. Wo ist denn jetzt? Ach, da. Ich bin gar nicht da. Anscheinend hat er eine falsche Fährte gelegt. Ausgefuchst. Perfekt. Geht mir aber langsam auf die Nüsse. Muss ich den lang? Ich guck mal nach hier oben. Also da ist Gollum. Seht ihr irgendwo eine gelbe Leiche? Ich sehe nichts. Zu Gollum. Hier ist wieder. Warum braucht irgendwas so viele Beine? Weiß ich auch nicht. Ich brauche nur zwei. Ein weiteres Opfer. Doch dieses lebt noch. Finden wir heraus, was er weiß. Oh, schön. Dann verhöre ich den mal. Gunt, der Meuchler. Ja, den muss ich jetzt aufdecken. D-
Der Meuchler hat Angst vor Morgrei-Fliegen. Wenn du diese Angst ausnutzt, werden alle seine Immunität temporär unwirksam. Verwende dieses Wissen gegen ihn. Okay. Der Meuchler ist nah. Wo ist er denn, der Meuchler? Da ist er ja. Gut. So, Kumpel. Wir unterhalten uns wohl gleich mal. Der mag keine Fliegen, also wird da wohl irgendwo so ein Fliegendings rumhängen. Da ist es ja auch schon. Schön daneben schießen, genau. Bam! Oh ja, das haut ja richtig rein. Muss ich jetzt eigentlich umnieten? Tod durch Fliegenschwarm. Na. Möge sein Tod das Schicksal von Minas Ithil ändern. Minas Ithil ist dem Untergang geweiht. Wir brauchen den sehenden Stein. Wie viel deiner Seele verlorst du durch diesen Ring? Die dunkle Herrin wird sich freuen. Oh ja, mein Schatz, das wird sie. Okay. Klänge der Dunkelheit. Abgeschlossen. Fähigkeitspunkte erhalten. Macht dir eine der Ängste des Meuchlers zunutze. Haben wir gemacht. Neue Fähigkeit. Todesdrohung. Anstatt Informationen über einen Hauptmann zu fordern, kannst du einem Wurm befehlen, diesem eine Todesdrohung zu überliefern. Dadurch erstellst du einen einzigartigen Erzfeindauftrag innerhalb des Gebiets. Durch das Aussprechen einer Todesdrohung gegen einen Hauptmann wird seine Stufe erhöht, was den Kampf zu einer größeren Herausforderung werden lässt. Allerdings wird auch die Qualität der Ausrüstung erhöht, die du erhältst, wenn du ihn tötest. Idril und Kastamir sollten vorerst sicher sein. Doch die Belagerung von Minas Ithil währt an. Der Palantir droht weiterhin in Feindeshand zu fallen. Wir sind hinter feindlichen Linien. Das ist die Gelegenheit, Chaos in Saurons Ringen zu stiften. Der Meuchler hatte noch ein Ziel auf seiner Liste. Wir sollten es zu Ende bringen und den letzten Leibwächter des Häuptlings töten. Aha. Jo, warte mal. Ach ne, ich habe ja Fähigkeit freischalten. Stand da was? So, was ist das denn hier? Ach ja, das war die Todesdrohung. Verzehren. Drücke bei voller Macht A plus B, um einen Feind im Kampf schnell aufzuzehren. Das ist gar nicht so scheiße. Was ist das? Bodentodesstoß ist auch nicht schlecht. Das. Ich würde ja das verzehren, das ist, kann man sich auch mal ein bisschen Gesundheit wiederholen. A und B muss ich mir merken. So, was hat man im Inventar? So ein Dolch, wenn ich mich nicht irre. Der ist auf jeden Fall besser als der jetzige. Stufe 8. Nehmen wir den mal. Und den anderen zerkleinern wir. Zack. Den kann ich nicht zerkleinern. Okay. So, gucken wir mal auf die Map. Wo bin ich denn hier gerade? Dann kann ich ja gleich noch den Turm hier. Was ist das denn? Ach, Außenposten.
Okay. Damit kann ich das also schwächen. Locke den Kommandanten des Außenposten, an dem du seine Jäger tötest. Mhm. Also ich hole erstmal hier den Turm. Und dann gucken wir mal weiter. Das da drüben ist gar nicht so weit weg. Hups. Gibt aber manchmal Gas. So. Da einmal. Und da. Na? So, was haben wir denn noch? Aha. Ich will die andere Richtung. Ah ja. Da ist noch eins. Dann fehlt jetzt noch einmal Kankra, glaube ich. Da. Gut. Ich doch mal hier hinten ist gleich die Erinnerung, das ist natürlich auch gut. Was ist denn der andere Turm? Ach, der ist ganz da oben. Ja, das machen wir dann später, wenn ich da oben in der Gegend bin. Will ich jetzt nicht extra hinlaufen. Holen wir jetzt erstmal die Kankra-Erinnerung. Die ist hier unten. Zack. Er nannte mich sein Schoßtier und ich ließ ihn gewähren. Er lobte meinen Hunger und nannte ihn Leidenschaft. Wir waren eins. Nun lebe ich in der Dunkelheit am Rande seines Reiches. Ich erkunde das Schicksalsnetz als schweigende Zeugin seiner wachsenden Macht, seiner ewigen Herrschaft. Es ist an der Zeit, dass ich ins Licht trete. Ja, das ist schön, aber ich sehe gerade nicht, wie ich das Ding zusammenbauen soll. Das rumpelt schon ein bisschen mehr. Tue ich es trotzdem gerade nicht. Seht ihr da irgendein Bild? Ich bin zu blind. Ach so, ja, habe ich nicht gesehen jetzt. Überhaupt nicht. Kein Zusammenhang entdeckt. Das war Zufall jetzt. Eine Spinne wartet immer und lauert. Aber auf was? Oh Mann. So, ich mache erstmal einen kleinen Cut. Bis zur nächsten Folge.